Machen wir hier eine Fackel hin und vielleicht hier mal eine hinstellen. Boah, das hat mich jetzt erschreckt hier, das Huhn. So wahnsinnig, hä? So, da hängen wir auch noch was hin. Dann dürfte hier vorne schon mal hell gehen. Hier könnte man sich fast sowas ähnliches wie eine kleine Notunterkunft bauen. Aber wir haben ja sowieso unsere Hütte da hinten. Moment, ich muss mal gucken. Ich glaube, durch das Neuinstallieren von Minecraft und hin und her hier, die Helligkeit ist auf düster. Die schalte ich für euch mal wieder auf 55%, wie immer. So, das seht ihr einfach ein bisschen besser und ich auch nebenbei. So. Da oben lief etwas Gespenstisches rum. Ja, da hören wir es schon. Partymusik, während wir hier erkunden, ist natürlich schön. Da warst du platt, wa? Da guckst du. Wie Flitzpiepe. So, hier haben wir nochmal Kohle. Ach, schön. Tja, Kohle haben wir langsam wieder genug. Was heißt langsam? Ja, wirklich langsam. Also, noch brauchen wir es. So, dann spazieren wir mal hier nach oben. Machen uns aber als erstes mal neue Fackeln hier, würde ich sagen. Zack, 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 zack. 64. Was? Okay. War wohl ein Donnergeräusch oder sowas. Ach, guck einer an, da kommen wir wahrscheinlich genau da raus, wo wir von draußen schon gesehen haben. Okay. Nicht sehr groß, das Ganze. Okay, hier geht's auch schon wieder raus. Aber eine schöne Verzweigung. Ach, und da hinten haben wir schon ein Dschungelbiom. Guckt euch das mal an. Ist ja herrlich. Das können wir gleich mal erkunden gehen. So, als allererster, der den Dschungel hier erkundet, möchte ich ja schon mich loben dürfen. Ja, was heißt loben dürfen? Aber der Dschungel interessiert jetzt, nachdem es die 1-2 draußen ist. Und euch interessiert der Dschungel bestimmt auch. Und wer sagt denn, dass wir im Dschungel keine Höhlen finden und keine Kohle? Vielleicht finden wir da noch ganz andere Sachen. So, Kohle, 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 Kohle. Kohle. Würde mich jetzt natürlich interessieren. Hier geht es natürlich auch lang. Okay, da wird es schon wieder hell. Aber immerhin einen Arsch voll Kohle gibt es hier. Kohle, Kohle, aua. Kohle, Kohle. Ich brauche Kohle den ganzen Tag. Ich brauche Kohle, so viel ich mag. Kohletanz, Kohletanz im Schottenrock. Ja, das gilt auch für die Männer. Kohletanz im Schottenrock. Da, 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 da. Lass das Ding ins Baumeln, in der Luft frei. So. Gruß ans ältere Publikum hier. So, mal hier die Kohle. Okay, da, da und da und da. Oh, je, je, je. Hier geht's aber ab jetzt. Hui. Da noch und da noch und da noch. Und der gar kein Ende hier, die Kohle. So. Hopp. Fackel vielleicht mal wieder setzen. Hier können wir uns Pilzragu machen. Schön. Halleluja. Heiliger. Heiliger Strohsack. Da haben wir noch mehr Kohle. Ach, Herr Jemini. Ja, mit Kohle sind wir gut versorgt hier. In dieser Höhle. Zwar nur eine kleine Höhle, aber die versorgt uns mit allem, was wir brauchen. Wirklich mit allem. Also mit Kohle. Mit aller Kohle, die wir so finden können. Lass mich mal hier rein. Ich muss noch etwas abbauen. Nehme ich Kohle. Ach, Herr Jemini. Jetzt wird's gemütlicher. So, weg mit euch. Okay, ich sammle jetzt hier nicht jedes einzelne Kohle ein, denn ich habe hier auch noch viel Kohle entdecken können. Da komme ich natürlich wieder nicht ran. Wunderbar. So, jetzt komme ich aber ran. So, Kohle über dem Kopf baue ich eigentlich am liebsten ab. Da fällt sie einem gleich mitten ins Gesicht. Hat man sie schön zwischen den Zähnen klemmen dann. Ohne, dass man sie einsammeln muss. Hopp.
Und hopp. Geht's hier auch noch rein? Och, klar. Kleiner Miniraum, warum nicht? Fackelrinnen. Und gut ist. So, das Pilzraku. Können wir mal hier... Oh, da haben wir Eisen. Das hätte ich ja fast übersehen hier. So, ja, okay. Jetzt haben wir einen Pilz eingesammelt. Da können wir die anderen auch gleich einsammeln. Eigentlich wollte ich die nicht einsammeln, aber okay. Wenn wir schon mal einen in der Tasche haben, warum auch nicht? Ist aber auch nicht gerade so wenig Eisen hier. Muss man ja mal so sagen. Na klar, nehmen wir halt die Pilze mit. Wenn wir einmal schon so viele Pilze hier haben, müssen wir nur noch rote Pilze finden. Dann können wir uns einen Pilzragout draus machen. Weil man braucht ja verschiedene Pilze, um sich Pilzsuppe machen zu können. Na, okay. Haben wir alles entpilzt, würde ich sagen. Kommen wir hier jetzt raus? Oder wird das jetzt schon finster? Es wird natürlich gerade finster. Das ist natürlich nicht so schön. Aber ich gehe trotzdem weiter. Sind heute mal ganz hart, oder? Soll ich weitergehen? Ich weiß nicht. Geht schon los. Ah, ich habe kein Bett dabei. Scheiße, Mann. Scheiße, Mann. Eine ganze Nacht... Oh, jetzt bin ich gegen das Mikro gestoßen. Eine ganze Nacht durchhalten wird doch ein bisschen hart, glaube ich. Ach, da warten auch schon hier die Kollegen wieder. So. Spring, spring, sprint, sprint, sprint und ups. Ja. Okay, da schwimmen wir halt... Oh, hier liegen gleich Eier. Auch nicht schlecht. Blub. Hätten wir gleich mal Eier eingesammelt. Gut, dass diese Quallen da nicht bösartig sind oder so. Oder Oktopusse oder Tintenfische, wie man es auch nennen mag. Ja, ich glaube, Tintenfische ist hier die richtige Bezeichnung in Minecraft. Oh, da ist aber auch ein Mammutbaum draus gewachsen. Und der Mond geht auf. Voll. Und Mr. Creep kommt auf uns zugestürzt. Bleib bloß, wo du bist. So, und wir gehen erstmal eine Runde schlafen in unserem neuen Zimmerlein. Hier sind wir ja noch nicht drin geschlafen. Und gute Nacht. Und guten Morgen. Und es geht schon weiter. Direkt aufbrechen, ohne warten hier. Zack, 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 zack. Hui. Jetzt geht's darüber. Jetzt will ich unbedingt mir das Dschungelbiom noch kurz angucken. Dass wir eventuell da gleich eine Höhlentour machen können. Ja, da oben haben wir Kohle. Da bauen wir uns jetzt aber nicht extra rauf. Das da oben, die fliegenden Kackstifte, die kann man auch mal erkunden. Wenn sich sowas denn lohnt. Da schwimmt ein Mr. Skelet. Ja, das ist auch ein Feature der neuen... Da sieht man mehrere. Das ist auch ein Feature der neuen Minecraft-Version. Die ganzen Viecher sind ja mittlerweile schlauer geworden, beziehungsweise schlauer programmiert worden. Sobald Sonne wird, verkriechen die sich jetzt im Wasser oder wahlweise auch im Schatten. Das ist natürlich zu unserem Nachteil und zu deren Gunsten, aber das macht die ganze Sache natürlich ein bisschen spannender. Okay, da war ein Stück Kohle, Kack jetzt drauf. Dann sehen wir halt die Skeletons ab und zu mal ein bisschen planschen oder auch die Zombies. Uiuiui, das sieht aber im Puss aus. Oh, jetzt hier voll Hand eingehauen. So, geht mal weiter hier. Wo haben wir denn hier die... Oh, geht's auch tief rein. So, dann haben wir da hinten, das sieht imposant aus. Da. Hui, und wir sind im Dschungel. Hübsch. An den Bäumen kann man ja hochklettern, nicht wahr? Oder zumindest an den Lianen hier. Ist auch schon ganz lustig. So, okay. Aber guter Übergang hier entstanden. Denn, was ist das denn? Ah, okay, da kann man hochschwimmen. Aha, aha, aha. Ja, hier sieht man eben die abgehackten Felswände. Das ist eben dadurch, dass die Welt konvertiert wurde, beziehungsweise jetzt einfach, ja, vom alten Spielstand in den neuen übernommen wurde. Da müsste man sich mal...
überlegen, ob man eine neue Welt anfängt. So, zumindest lohnt sich das in Privat-Let's Plays, was Neues anzufangen. Sonst hat man überall diese unschönen Enden und Ecken und Kanten. Und hast du nicht gesehen. Auf jeden Fall ist der Dschungel schön. Schön dicht. Schöne Flüsse. Vielleicht finden wir auch irgendwo eine Katze. Aber dazu müssten wir erstmal Fische angeln, weil die kann man ja nur mit Fischen bändigen. Und kann sie dann als Hauskätzchen verwenden. Ebenso wie Hündchen. Eben nur mit Kätzchen. Wie dicht der Dschungel ist. Guckt euch das mal an. Hier der Mammutbaum. Heiliger Strohsack. Klabautermann, haben wir denn hier? Vielleicht auch irgendwo eine Höhle oder so? Da haben wir was Kleines. Ach, das ist leider nix. Eine Kohle. Ach, okay, die anderen kann jetzt stecken bleiben. Ich will jetzt nicht wieder anfangen mit Kohle hier abzubauen. Wühlen wir uns mal hier durch das Dickicht einfach. Bisschen den Dschungel erkunden. Hops, an der Liane hochgerackelt. Ah, guckt mal da. Was haben wir denn hier? Eine Dschungelhöhle. Können wir uns hier vielleicht irgendwie das Dingens kenntlich machen? Moment, Leute. Muss mal kurz die Musik wechseln, weil das war jetzt doch ein bisschen zu viel Gesang. Ich würde sagen, wir tun mal hier eine Fackel hinklatschen und hier vielleicht auch. So, dass wir von außen schon sehen können. Hier ist eine Höhle. Und wo war jetzt Mr. Creep hier? Wuss, 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 wuss. Erschreckt mich doch nicht so. Wuss. Boah, nein, voll ins Face, Mann. Wo kommt denn der jetzt her? Das gibt's doch nicht. Das kann jetzt nicht wahr sein. Okay, ich sollte was essen, damit wir voll ausgeheilt sind. Eieiei, das ginge gerade mal noch gut hier. Oh. Das Mistviech jetzt etwa hier außen lang gegangen oder was? Und hat uns dann von hinten in your face. So ungefähr. So, Fackel. Das Lustige ist, dass sich in der Höhle auch die Lianen fortsetzen im Dschungel. Das finde ich gut, schon mal. Oder kommt das nur daher, da die Höhle jetzt relativ nah an der Oberfläche ist? Da müssten wir mal tiefer reingehen. Okay, hier haben wir wieder eine ganze dicke Aderkohle. Die können wir mal noch mitnehmen. Damit wir unsere Öfen schön einfeuern können. So, und hier noch und da noch und da noch. Und da auch. Hopp, 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 hopp. So, gehen wir mal da oben weiter. Ich würde sagen, wir haben nochmal 63 Kohle. Okay, Kohle haben wir viel. Geht's denn hier weiter? Ja. Okay, hier ist auch noch relativ dunkel. Okay, jetzt nicht mehr. War gerade irgendwie so komische Lichtreflexe hier. Na, ey, komm jetzt hier, spring hier rein. Mach keine Faxen. So, gehen wir mal hier tiefer. Ins Gewölbe der Höhle. Der Dschungelhöhle. Oh, da ist ein Skelett. Ach, auch cool, wie hier das Licht rein scheint von oben. Schön. Na, du Knochenkopf. Aua, immer in die Gusch. Geh mal weg hier. Haha. Der ist runtergeflogen. Von hinten kommt aber nichts, oder? Immer schön auf dem Stand bleiben hier. Das sieht schön aus. Das gefällt mir. Wir tanzen Ballett mit dem Skelett. Zack. Und ein Fackel an die Wand geknallt. Okay. So, Eisen brauchen wir natürlich noch. Für Schienen und diversen anderen Firlefanz, den wir noch veranstalten wollen. Boah, da geht's aber. Boah, da geht's tief runter. Aber da möchte ich jetzt nicht runterspringen. Da kommen wir hier bestimmt auch ran. Noch mehr Eisen.
Schön, jetzt bin ich auf der Sammelung nach Eisen. So, Fackel. Okay, ich glaube, wir müssen dann da runter in die Höhle. Sonst kommen wir nicht weiter. Okay, wir haben gerade ein Skelett gehört. Wir hätten uns auch irgendwo durch die Wände buddeln können. Aber das möchte ich nicht machen. Da weiß man ja nie. Da kann ja jeder herkommen. So, können wir hier vielleicht so sagen, wir buddeln uns da nach unten. So vielleicht irgendwie. Probieren wir mal. Okay. Dann buddeln wir uns mal hier lang und da lang. Jetzt wird's dunkel. Hopp. Aha.